Riesentennisskandal in Mexiko. Nach dem Achtelfinal aus im Doppel flippt Alexander Zverev komplett aus und geht auf den Schiedsrichter los. Mit seinem Schläger schlägt er dreimal auf den Stuhl des Schiris ein, nur wenige Zentimeter neben dessen Fuß. Dann setzt sich der 24-Jährige, doch es brodelt weiter in ihm. Es folgen wüste Beschimpfungen und ein vierter Schlag gegen den Stuhl. Schon im Spiel hatte Zverev den Schiedsrichter immer wieder angepöbelt, ihn wegen umstrittener Entscheidungen unter anderem als verdammten Idioten bezeichnet. Die ATP reagierte sofort auf Zverevs Ausraster und schloss ihn vom Einzelwettbewerb aus. Acapulco gehört eigentlich zu den Lieblingsturnieren des Tennisstars. Erst im letzten Jahr hatte er dort gewonnen.